Oh, ich bin immer wieder begeistert von diesem Spielzeug. Es ist so toll. Genau. So. So, für alle Kollegen, die jetzt im Livestream zuschauen, Frau Basic ist sozusagen beigeordnet. Dann starten wir mit dem Pressegespräch und zwar nach der Qualifikation zum Louis d'Or Preis Finale. Und ich fange einfach mal hier an, nämlich mit dem Richter, der die Prüfung begleitet hat, kommentierenderweise. Das ist Dietrich Plewa, wissen alle. Dann haben wir die Siegerin Isabel Frese mit Total Hope, den kennen wir alle als Sieger aus dem Nürnberger Burgpokal. Dann hat sich an Position 2 geschoben, ganz beherzt, Frederik Wandres und zwar mit Don Hit, ist das richtig? Hot Hit. Hot Hit, genau. Ich wusste, irgendetwas ist verkehrt. Und dann haben wir Matthias Alexander Rath, der hier ja eine Doppelfunktion hat. Er ist nämlich außerdem Turnierleiter und zwar mit einem Pferd, das wir vor 6 Monaten als Sieger im Nürnberger Burgpokalfinale erlebt haben, nämlich der Staccato FRH, der Musterschüler im Stall. Ich möchte natürlich mit der Siegerin anfangen. Isabel, es war im Prinzip ja eigentlich erwartbar, dass man Total Hope dann auch im Louis d'Or Preis sehen will. Ich glaube, das war im Dezember 2019, da habt ihr das Finale gewonnen in Frankfurt in der Festhalle. Seitdem sind ja nicht ganz 2 Jahre vergangen. Wie war die Entwicklung mit dem Pferd? Konntest du hier all das abrufen, was du abrufen wolltest? Ja, nicht ganz. Also wir hatten ja auch ein paar große Fehler drin in den Pferden, der erste Teil. Aber ich bin schon sehr zufrieden und fühle, wir sind mindestens auf dem richtigen Weg. Und bin sehr froh, die letzte Linie hat er dann mega mitgemacht und ja, dass wir das dann zeigen konnten. Damit ist auch sicher Frankfurt Festhalle Louis d'Or Preis Qualifikation geschafft und auf jeden Fall dabei. Wie ist der Plan, soweit man das in diesen Zeiten sagen kann, jetzt mit Total Hope? Gut, erstmal hatte ich natürlich keinen Plan, weil ich nicht mit gerechnet habe. Klar hofft man das, aber er hat ja einen Doppelfunktion, der steht ja auch als Deckhengst bei uns und muss auch sehr viel ran. Also jetzt wird erstmal ein bisschen Pause eingelegt, ein bisschen runtergefahren und dann werden wir fleißig weiterarbeiten für Dezember und natürlich im Herbst dann hoffe ich, wenn die Decksaison vielleicht ein bisschen weniger wird, werden wir dann wieder den einen oder anderen Turnier annehmen natürlich. Schön. Frederik Wandres hat auch eine Doppelbelastung hier auf dem Schafhof, aber ich glaube, die kann man gut aushalten, wenn man auf der Longlist steht und zum anderen natürlich auch ein Pferd mit hat im Louis d'Or Preis. Hot Hit ist ein Hotline-Nachkomme, Blue Horse Hotline, ne? Ist er. Genau. Seit wann sitzen Sie im Sattel dieses Pferdes und was war heute anders als gestern? Ja. Hot Hit ist ein Hotline, den habe ich seit er 5 Jahre alt ist, in der Ausbildung übernommen von einer Kollegin und reite ihn jetzt ist er 10 und habe auch den Weg so ein bisschen mitgemacht über Nürnberger Burgpokal und jetzt auch schon 1-2 Saisons immer so mal reingeschnuppert in den Louis d'Or Preis. Jetzt hier auf dem Schafhof in Kronberg hat es geklappt, da freue ich mich natürlich. Und was anders war als gestern, dass erstmal die Gerte gefehlt hat. In der 2 dürfen wir immer noch mit Gerte reiten, im Kurz-Grand Prix dann nicht. Das macht die Sache dann für viele oder für die ganze Sache einfach nicht einfacher, weil es ist schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Die Anzahl der Tritte in der Piaffe ist erhöht und man sollte das alles auf der Stelle platzieren. Und dann ist es bei den jungen Pferden, wenn die noch ein bisschen unsicher sind, dann ist manchmal die Gerte schon, soll ja nur ein bisschen als Hilfestellung dienen, man soll die ja nicht, dass man da zu viel Gebrauch von hat, aber trotzdem hilft es teilweise in den Übergängen da nochmal schneller den Takt zu finden, mal, dass man besser reinkommt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der grundlegend anders ist von gestern auf heute. Ihr Gefühl selbst in der Prüfung, war das noch ein Tick besser als gestern? Haben Sie das Gefühl gehabt, so jetzt sind wir richtig auf dem Schafhof angekommen? Um ehrlich zu sein, er hat doch ein bisschen Energie gelassen hier, obwohl er Turniererfahrung hat, jetzt schon länger nicht mehr, aber trotzdem, ich habe gemerkt, er ist ein bisschen müde, er hat den ganzen Morgen auch in der Box gelegen, richtig Kopf auf dem Boden, also ich habe gehofft, dass er noch mal ein bisschen Energie schöpft, es war dann schon anstrengend für ihn, trotzdem hat er bis zum Ende gut mitgemacht und seine Stärken sind einfach die fliegenden Galoppwechsel und die anderen
Lektion, da glaube ich, holt er gute Punkte. Und die hat diese fliegenden Wechsel, vor allem die Einer-Wechsel, ich glaube, die haben uns heute auch ein Stück näher an den zweiten Platz gebracht. Ja. Den zweiten Platz hatte sich gestern der Haushaar geholt mit der Staccato FAH, Matthias Alexander Rath. Matthias, gestern war sogar noch Erster, genau, noch vor Total Hope, stimmt, ich entschuldige mich. Matthias, wir haben da auch schon im Dezember drüber gesprochen. Wir müssen ja auch mal festhalten, der Staccato FAH ist tatsächlich eins der jüngsten Pferde in der Louis d'Or Preisqualifikation. Der ist erst 8. Andere fangen dann manchmal erst an, darüber nachzudenken, wie qualifiziere ich mich für das Finale im Nürnberger Burgpokal. Aber der Staccato ist so ein Pferd, man fragt ihn was und er will sofort alles richtig machen. Ist das immer noch so? Musst du dich manchmal auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, so, lassen wir ihn mal in Ruhe reifen? Ja, mit Sicherheit. Also er bietet es einfach sehr, sehr unkompliziert an, muss man sagen. Hat natürlich auch die letzten Jahre jedes Jahr das nächste Saisonziel erreicht und das meistens auch noch sehr weit vorne. Trotzdem muss man sich natürlich bremsen und sich selbst auch sagen, das Pferd ist 8. Weil ich sag mal, nur um die Lektion zu lernen, da gehört ja auch noch eine Menge mehr dazu. Die Kraft muss sich entwickeln, um die Lektion dann auch wirklich so abrufen zu können und dann auch in der Häufigkeit so abrufen zu können. Ihm fehlt in der einen oder anderen Lektion noch ein bisschen Balance und man hat auch gemerkt, das war heute jetzt der zweite Kurz-Grand Prix erst. Er ist halt auch erst 8. Ich habe es vor 3 Wochen oder 4 Wochen habe ich einmal einen Kurz-Grand Prix geritten, den hat er auch gewonnen. Und heute waren einfach ein paar Fehler drin. Tut meiner Überzeugung dem Pferd gegenüber überhaupt keinen Abbruch. Ich glaube aber, er hat auch nach dem Nürnberger Burgpokal, das wirst du viel besser wissen als ich, nach dem Sieg im Finale, ist dann auch sprunghaft, glaube ich, die Nachfrage gestiegen. Er ist ja auch in der Liste der Deckhengste hier auf dem Gestüt Schafhof, weil da gab es, glaube ich, schon den einen oder anderen Züchter, der gesagt hat, den will ich aber haben, oder? Klar, die Nachfrage ist auch da, ähnlich. Total Hope hat da auch eine Doppelbelastung. Das ist halt mit den Hengsten so, wir kennen das. Ist bei Foundation so oder bei einer Menge anderen Hengste von Isabel genauso. Da muss man einfach, glaube ich, immer ein gutes Maß finden. Wir versuchen das bestmöglich zu steuern. In so einer Turnierwoche deckt er dann halt deutlich weniger oder gar nicht, um da im Grunde genommen diese Doppelbelastung ein bisschen steuern zu können. Dietrich Pleber, Sie haben die ganze Prüfung miterlebt und zusammen dann natürlich auch im Nachgang mal eine Zusammenfassung geliefert. Das ist ja eine Luxusposition, man muss keine Noten vergeben. Ich denke aber im Kopf macht mir das dann trotzdem immer, wenn Sie eine Zusammenfassung geben sollten, generell zur Prüfung. Wir hatten auch eine Kandidatin, von der man nicht damit gerechnet hätte, aber da ging es heute nicht und sie hat verzichtet auf die Wertung. Das ist dann sicherlich auch der klügste Schluss. Was war das für eine Qualität von Pferden, die wir insgesamt von Biss gesehen haben? Also insgesamt fand ich die Qualität außerordentlich gut. Das gilt auch für die Kandidatin, die dann am Ende verzichtet hat. Das ist ein richtig gutes Grand Prix-Pferd, der viel Talent mitbringt für Bergpassage, für fliegende Wechsel. Bei ihm hatte man den Eindruck, dass das Pferd relativ müde war, dass die Kraft gefehlt hat und am Ende vielleicht auch die Kondition. Ansonsten muss ich sagen, die Qualität im Schnitt war sehr, sehr gut. Auch die Nichtplatzierten hatten durchweg Anlagen für die Grand Prix-Lektionen. Ja? Auch die beiden Pferde von Meyers. Sehr schöne Piaf-Passage. Da ist vielleicht nicht der allerletzte Ausdruck drin, auch noch nicht die allerletzte Routine. Aber man merkt, dass das alles Grand Prix-Pferde sind. Und das hatten wir in den vergangenen Jahren manchmal nicht. Da gab es einige kleine Tourpferde, die sich ins Grand Prix-Pferd verirrt haben. Dafür eigentlich kein Talent hatten, aber einfach nur 3 gute Grundgangarten. Jetzt haben wir natürlich mit Staccato zum Beispiel einen, der hat 3 tolle Grundgangarten und kann außerdem noch via Passage gehen. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und Ähnliches gilt für die anderen beiden. Aber insgesamt war das Niveau erfreulich hoch. Wir dürfen, glaube ich, auch eins nicht vergessen, das können Sie viel besser beurteilen als jeder andere. Wir haben es mit 8- bis 10-jährigen Pferden zu tun und dieser Kurz-Grand Prix, auch wenn da das kurz vorsteht, das ist schon eine Hausnummer für Pferde in dem Alter, oder? Ja, in dem Punkt hätte ich auch einen Verbesserungsvorschlag. Ich finde, dass in diesen Qualifikationsprüfungen ein etwas leichterer Grand Prix, zum Beispiel der für die U25 Pferde, angezeigter wäre. So ist der Sprung sehr groß von der Inter 2 zu diesem Grand Prix. Und ich weiß nicht, ob man nicht den die ganze Saison geben sollte. Im Finale hätte ich nichts dagegen, dann können die
Ansprüche etwas gesteigert werden, aber auch deswegen, weil die Pferde bis dann natürlich die Grand Prix-Erfahrung gemacht haben. Ja. So forciert man im Grunde genommen auch die Reiter und Pferde, möglichst schnell die Piaffe immer gleich auf der Stelle zu reiten und so weiter. Und das haben wir heute auch gesehen. Manche Pferde sind damit schlicht im Moment noch überfordert. Das kann in 4 Wochen schon anders sein. Und ich habe selbst schon ein paar Pferde ausgebildet. Ich weiß, wie das ist, wenn man dann erst wieder einen Monat zurückgehen muss, um wieder Vertrauen herzustellen, das wieder aufzubauen, wobei man gerade dabei ist, die Piaffe jetzt zu verkleinern, mehr auf den Platz zu bekommen. Und ich glaube, dass das in den 4-5 Monaten, die man dann noch hätte, zu erreichen ist. Deswegen wäre mein Verbesserungsvorschlag dahingehend, die Anforderung etwas zu senken, etwas näher ran an die ITA 2, dann wäre das homogener. Und dann die Qualifizierten im Finale zu fordern. Ja, bitte, ja, Matthias. Nee, ich muss sagen, also ich merke es jetzt ja gerade bei Destacado, weil er noch sehr jung ist. Ich finde fast den richtigen Grand Prix jetzt vielleicht mal abgesehen von den Zickzack im Galopp, fast angenehmer zu reiten, ja. weil alleine diese erste Piaf Passage Tour mit dieser 10-Meter-Wolke wollte, man hat wenig Chance, das so junge Pferde auch ein bisschen vorzubereiten auf einer geraden Linie, man kommt sofort in die Wendung rein, dann diese kurze Diagonale wieder Trabverstärkung, also ich finde fast den richtigen Grand Prix da einfacher. Also vielleicht ist das wirklich ein sinnvoller Vorschlag, weil wenn man bedenkt, wie alt die Pferde sind und wenn sie aus dem Burgpokal kommen, eigentlich ist das Ziel ja auch immer noch ein bisschen das Vorwärts zu fordern, und dass der Kurz-Grand Prix steht man schon, glaube ich, ein bisschen häufiger mal auf der Bremse in gewisser Weise, oder? Ja, ist genau richtig. Ja. Kann ich nur unterstreichen, und wir sehen es ja auch hier. Ja. Es hat ja eigentlich kein Pferd gegeben, muss man sagen, bis auf ein, zwei, die allerdings wesentlich weniger Aktion haben in der Piaffe, die damit keine Probleme hatten. Ja. Die anderen versuchen es auszubalancieren durch Schwanken, durch hinten breit werden, die anderen dadurch, dass eine Unterbrechung da ist. Und die Bilder, glaube ich, die könnte man weitestgehend vermeiden, wenn man da einen Schritt zurückgehen würde und den Pferden ein bisschen mehr Zeit lassen würde. Das mache ich jetzt gar nicht abhängig davon, ob das Pferd 8 Jahre ist oder 10 Jahre. Der eine braucht länger für seine Entwicklung, der andere weniger lang. Ja. Das ist eben in reiterlicher Verantwortung, das zu erfüllen. Ja, ja, das ist definitiv so. Das ist wie mit Kindern, und das ist bei der sportlichen Entwicklung. Die haben Leistungsplateaus und auf einmal geht's dann wieder weiter. Das ist so. Das ist in jedem Pferd unterschiedlich angelegt. Vielleicht nochmal aus internationaler Sicht, die haben Sie ja auch. Ich glaube, es ist ein Luxusproblem in Deutschland. Wir haben Nürnberger Burgpokal seit über 30 Jahren, seit mehreren Jahren inzwischen natürlich jetzt auch schon den Louis-D'Or-Preis. Nicht zufällig gehen die Zugriffsraten aus dem Ausland, wenn dann Finale ist in Frankfurt, enorm in die Höhe. Ist das tatsächlich etwas, wo Sie vielleicht auch mal mit Richterkollegen drüber sprechen, wo einen das Ausland drum beneidet und sagt, dass ihr solche Plattformen habt, das sind ja Championatslaufstege auch. Ja, das zeigt sich ja, das muss man ja sogar statistisch erfassen können, ja. Ja, dass es so und so viele Championatspferde gibt, die genau aus diesem Werdegang hervorgegangen sind. Ich glaube, dass wir jetzt inzwischen auch viele Nachahmer haben, also insbesondere zum Beispiel Dressurpferdeprüfungen. Das hat sein, selbst im europäischen Ausland, jahrzehntelang nicht gegeben, als das bei uns schon Tradition war. Und genauso jetzt diese Jungpferdeprüfungen. Und wir sehen ja auch, dass dieses System irgendwie einen Sinn macht. Ja, ich nehme da die Reitpferdeprüfungen aus. Da habe ich ein etwas skeptisches Verhältnis zu den Reitpferdeprüfungen für Dreijährige und auch mit Einschränkungen für die Vierjährigen. Da halte ich sie eher mit Isabel Wert. Die sollen sich in den Jungpferdeprüfungen nicht die Beine plattlaufen, sondern dann lieber gezielt, wenn das Pferd das Talent mitbringt, über 5-6-Jährige bis hin eben zu 10 Jahren gefördert werden. Und wenn die das Talent mitbringen, dann eben 10-jährig dann einen praktisch international konkurrenzfähigen Grand Prix gehen. Ich glaube, dass unser Modell, ich war eher skeptisch mit dem Nürnberger Burgpokal, mit dem Louis-D'Or-Preis, weil ich gedacht habe, das ist so ein weichgespülter Grand Prix. Ja, aber das hat sich nicht bestätigt, im Gegenteil. Die Serie hat sich total bewährt, weil da eben die Jungpferde noch gegeneinander konkurrieren und man dann auch eher geneigt ist, den einen oder anderen Fehler, der bei einem Grand Prix mit internationalen Pferden dann gleich zur Nichtplatzierung führt, zu verzeihen. Das ist ja auch richtig. So,
Dann möchte ich es damit bewenden lassen. Bedanke mich bei Dietrich Plewa, wünsche vor allen Dingen Isabel Frese, ich wünsche vor allen Dingen aber natürlich auch Frederik Wandres und Matthias Alexander Rath dann alles Gute und wir freuen uns drauf, dann möglichst viele dieser Pferde, und es gab ja auch schon Qualifikationen und es gibt glaube ich auch noch welche, dann in Frankfurt in der Festhalle zu sehen im Dezember. Vielen Dank und viel Glück. Danke. Okay. Dankeschön. Danke.